Hast du was gefunden? Da oben. Glaube ich hab's. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet Nachtclub. Ich bin bei Blazer, komm in den Nachtclub. Das ist es, gut gemacht, Leutnant Katz. Leutnant Katz. Jetzt lass sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, Hauptsache wir sind erstmal raus. Hinten rumklettern. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ah, guck mal, hier waren wir noch nicht. Gar nicht. Dieser Ort ist schön. Was würde ich nicht dafür geben, weiche Kissen spüren und einen kalten Trink genießen zu können. Diese Drohne ist zwar praktisch, aber ich vermisse es, meinen eigenen Körper zu haben. Ich vermisse Gefühle. Ich vermisse es sogar, Schmerzen zu haben und hungrig zu sein. Ich weiß, dass ich nicht hilfreich, aber wie wäre es, wenn wir noch ein bisschen länger bleiben? Danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt so weit. Aber wie kommen wir in den Nachtclub rein?
Ah, okay. Hier müssen wir rein. Hey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Na klar will ich feiern. Spring rein und hol dir was zu trinken. Ja, geht doch, endlich. Aber wo finden wir den Hebel? Hey, du hast das Zugang zum Flugballbon ist geschlossen. Dort findet eine Privatfahrt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Wo könnte dieser Hebel sein? Aber es ist jetzt recht kleines. Ah, dieser Kugel, scheiße.
Als ich versucht habe, den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Kannst du das glauben? Also habe ich diesen Hebel geklaut, nur zum Spaß. Wenn du mir einen Trink besorgst, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht und ich will auch damit nicht erwischt werden. Bitte sehr, wie versprochen. Na endlich. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so selber sie beschweren. Die Z-Büro-Tauschen, rate mal, wer es geschafft hat, live zu gehen. Weiß ich nicht. Du? Oder Mercy? Mercy etwa, oder was? Tatsache. Der Mercy ist live. Ich glaub's ja nicht. Dass ich das noch erlebe. Cool. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Jetzt kann man wirklich sterben, ja, so ungefähr. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Ihr habt hier sie. Allkatzrasse.
Gefängnis. Wie kann man die arme Katze im Gefängnis stecken? Ich bitte euch, ey. Ganz ehrlich, das ist doch sowas von... Nee. 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 Ah, okay, da komme ich hoch.
Wo könnte man da reingehen? Ja, gut, okay. Okay. Hä, was ist das denn jetzt mit Bug? Lol. Lol, wie soll ich denn einen Schlüssel jetzt bekommen? Ja, was ist das denn jetzt für ein Bug hier? Lol. Ach, jetzt geht's. Komischerweise. Lol. Einfach nur lol. Man merkt halt, ne, dass das Spiel noch nicht so alt ist.
Wie machen wir das am besten? Okay, das war knapp. Thank you.
Okay, das war knapp. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre, ganz alleine. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Oh. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind, aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Wir müssen irgendwie an den Hebel kommen, ne? Diese Wächter versperren mal wieder den Weg, sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken und sie dort einzusperren. Ha ha ha.